Trotz Feiertag in den USA und dementsprechend keinen Impulsen von der Wall Street hat der deutsche Aktienindex am Nachmittag eine kleine Rallye hingelegt und damit den größten Teil seiner Verluste wettgemacht. Aktuell, rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsende, steht der DAX bei 6.567. Das ist noch ein kleines Minus von 0,2%, aber wir sind damit ganz in der Nähe der Tageshöchstkurse. Sollte es der Markt in der verbleibenden Handelszeit noch schaffen, ins Plus zu springen, dann wäre das der vierte Handelstag in Folge mit Kursgewinnen. Im Vorfeld hatten die Anleger heute Vormittag Gewinne mitgenommen. Immerhin hatte der DAX in nur drei Handelstagen 7% zugelegt. Und die Aufmerksamkeit richtet sich nun auch verstärkt auf die morgige Zentralbankratssitzung der Europäischen Zentralbank. Dort rechnen die meisten Marktteilnehmer mit einer Leitzinssenkung um 25 Basispunkte auf dann 0,75%. Natürlich birgt das auch die Gefahr einer Enttäuschung, aber die Europäische Zentralbank, so meinen zumindest die meisten Analysten, dürfte im jetzigen Zeitpunkt alles vermeiden, um die Märkte negativ zu überraschen. Deswegen rechnet man entweder mit einer Leitzinssenkung oder mit einer anderen Form der Marktstimulierung. Schauen wir auf die Bewegungen innerhalb des deutschen Aktienindex. Mittlerweile auch ein nahezu ausgeglichenes Verhältnis von Gewinnern zu Verlierern. Auf der Gewinnerseite vorne mit dabei K+S, BASF und Adidas. Allerdings die Ausschläge hier halten sich in engem Rahmen zwischen 1,5 und knapp 1%. Größter Verlierer, dort allerdings dann mit etwas größeren Bewegungen, das ist die Metro, 3,4%. Auch die Commerzbank verliert 3,4%. In der zweiten Reihe geht es hochher auf der Hauptversammlung von Praktika. Dort haben die opponierenden Aktionäre offenbar die Mehrheit. Das zumindest ließ heute Mittag ein erster Blick in die Präsenzliste zu diesem Schluss. Und diese Aktionäre lehnen ja den vom Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagenen Sanierungsvorschlag ab. Er sah vor, dass ein amerikanischer Investor einen Anteil an Praktika erwirbt und gleichzeitig ein größeres Darlehen an das Unternehmen gibt. Mal sehen, was nun die opponierenden Investoren selber an Vorschlägen beizubringen haben. Die Praktika-Aktie jedenfalls angesichts dieser Nachrichten recht deutlich im Minus. Sie hat ja schon sehr, sehr stark verloren in den zurückliegenden Monaten. Heute nochmal ein Minus von 8% auf 1,23 Euro.